Menschen werden faul, sie werden sich ausruhen, in die Hängematte liegen. Wir haben gefragt, stimmt das überhaupt? Und nur 2% gaben an, sie würden bestimmt aufhören zu arbeiten. Die Schweizerinnen und Schweizer sind sich bewusst, der Arbeitsmarkt ist in einer ständigen Veränderung, in einem ständigen Wandel. Und die Menschen sind gefordert, sich anzupassen an diesen Wandel. Deswegen wohl das hohe Resultat von 54%, die gesagt haben, sie wollen sich weiterbilden. 53% nehmen sich mehr Zeit für die Familie. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gäbe es auch hier eine Basis, unternehmerisch tätig zu werden. Bei den jungen Schweizerinnen und Schweizer, die wir gefragt haben, unter 35 Jahren, haben sogar 50% gesagt, sie würden mehr auf den nachhaltigen Konsum achten. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht einfach eine Spinnerei, sondern das bedingungslose Grundeinkommen wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eingeführt werden. Aus goldener Zeit, spiel mir das alte Lied von Lieb und Leid.